Sie haben das Ensemble Harmonik mit dem Kurt und Milena Rotenberger und dem Silvan Kieser gehört. Sie haben einen Swing gespielt, der heisst Jericho, arrangiert von James Kurnoff. Wir hören Sie heute Abend dann noch dreimal. Der Kurt Rotenberger war übrigens Kulturpreisträger bei der Stadt Buchs im Jahr 2006. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu der ersten Preisverleihung vom Buchser Spatpreis. Mein Name ist Hans-Rudi Bucher und ich bin im Stadtrat zuständig für das Rösser Kultur, Freizeit, Sport. Ich darf Ihnen auch gerade die Jury vorstellen. Ihr müsst noch arbeiten heute. Danke für die Zusammenarbeit und es gibt dann am Schluss erst ein kleines Geschenk noch. Herzlich begrüße ich auch die diesjährigen Preisträger, das Team Kleinfeld-Gymnastik vom TV Buchs, den Nico Tambarikas und den Walter Zürien. Ebenso die Laudatoren begrüße ich herzlich, aber die stelle ich Ihnen dann später vor. Es freut mich auch, dass verschiedene Delegationen von anderen Sportvereinen in Buchs da sind, die heute den Preisträger derer weisen. Vielen Dank. Ganz herzlich begrüße ich auch unseren Stadtpräsident Daniel Gut und den Präsident der Ortsgemeinde Heini Senn. Herzlich willkommen. Es freut mich, dass so viele Leute hier anwesend sind heute Abend für die erste Preisverleihung. Weil heute sollten die speziellen sportlichen Leistungen von Einzelpersonen, Gruppen, Teams, Vereinen, Institutionen der Stadt Buchs gebührend gewürdigt werden. Zusammen mit dem Preisgeld kommt jeder Preisträger so eine Trophäe über da vorne. Die Trophäe ist eine Arbeit von Manuel Rietzler. Ebenso können sich Preisträger ins Goldene Buch der Stadt Buchs eintragen und sich somit verewigen. Jetzt freut es mich, dass ich im Stadtpräsident Daniel Gut das Wort erteile. Und darf dich bitten, Daniel, bis dir gut. Ja, geschätzte Damen und Herren, liebe Junge, schön, dass sich das Interesse so auf den heutigen Abend da konzentriert hat. Breitensport ist die wichtigste Säule des Sports. Beim Breitensport werden grundlegende Werte vom Miteinander vermittelt: Toleranz, Respekt, Kameradschaft, Hilfsbereitschaft, Fairness. Kombiniert mit dem Einhalten von Regeln, die man dort auch muss, und Akzeptieren von Regeln, ist das Basis für Millionen von Sporttreibenden in der Schweiz. Und ganz ehrlich, ohne sehr, sehr, sehr viel ehrenamtliche Arbeit hätte der Sport nicht diese Verbreitung. Aus diesem Grund, Hans-Rudi Bucher hat es gesagt, vergeben wir heute nicht nur den Sportlerpreis und den Nachwuchspreis, sondern eben auch einen Ehrenpreis, der genau das Engagement im Hintergrund würdigen soll. Neben dem Breitensport ist die zweite Säule des Sports der Spitzensport. Wir sind stolz, wenn unsere Sportler im Ausland Medaillen holen. Das gestern gewonnen haben im Fußball, sind wir sicher alle froh gewesen. Und wir sind natürlich auch gerade im Buchs stolz, wenn aus unserer Stadt Nationale oder sogar internationale Spitzenleistungen können erbracht werden. Geschätzte Anwesende, Stadtrat Hans-Rudi Bucher hat Ihnen die Idee hinter dem Sportpreis erklärt. Ich danke Hans-Rudi herzlich für die Initiative zu dem Sportpreis. Der Wert vom Breitensport, vom Spitzensport, vom Ehrenamt soll mit dem Buchser Sportpreis sichtbar gemacht werden, die erbrachten Leistungen gesellschaftlich gewürdigt werden. Liebe Anwesende, der Sport erlaubt es, eigene Grenzen auszuloten und damit auch sich selber besser kennenzulernen. Sport kann aber noch viel mehr. Sport
Der Vereinssport integriert Migranten in unsere Gesellschaft. Der Sport allgemein integriert über zum Beispiel Paralympics Menschen mit Handicaps und zeigt, dass sie zu sehr grossen Leistungen fähig sind. Und vielmals ist natürlich der Sport auch Sprachrohr und weist auf gesellschaftliche Missstände hin. Wir kennen alle die Initiative von der UEFA «Nein zu Rassismus». Sportförderung ist bei uns Buchs nicht nur in Sonntagsreden und bei Anlässen wie heute ein Thema. Nein, Sport ist im Stadtrat ein Rechtsanliegen. Das zeigt sich in der Infrastruktur, wo wir in den letzten Jahren dank der Zustimmung der Buchser Bürgerschaft haben können aufbauen. Sei das die Sportanlage vom FC Buchs, sei das Hallenbad für den SC Flöss oder die Bereitstellung der Schulturnhalle für ganz unterschiedliche Sportarten. Immer ist es wichtig, das zu ermöglichen, was sinnvoll und im Rahmen der Ressourcen möglich ist. Und das Ergebnis von dem Handeln ist, dass Buchs eine sehr gute Sportinfrastruktur hat. Von dieser Sportinfrastruktur, und da sind wir froh darüber, dürfen selbstverständlich auch die benachbarten Gemeinden sehr gerne profitieren. Der Breitensport generiert Mehrwert auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Auch wenn er sich nicht genau beziffern lässt, so bin ich doch davon überzeugt, dass der Mehrwert die finanziellen Investitionen bei weitem übersteigt. Die positive Rolle des Sports bei der Integration habe ich schon erwähnt. Mehrwert entsteht aber auch bei gesundheitlichen, pädagogischen, sozialen, politischen Gesichtspunkten. Der Sport kennt zum Glück keine Grenzen, weder geografischer noch sozialer Natur. Sport verbindet, Sport diskriminiert nicht, sondern er gibt Perspektiven. Es gibt nur wenig im Leben, was so offen ist und so viel ermöglicht. Sport fasziniert und fesselt Menschen. Das war schon in der Antike so. Die Asterix und Obelix lesen, wissen das. Und das gilt auch heute. Wenn 300 Millionen Menschen Champions League-Finale am Fernsehen anschauen, dann wissen wir Politiker, was wirklich wichtig ist, wie unbedeutend wir sind und was Menschen im täglichen Leben effektiv interessiert. Liebe Eltern, auch Ihnen möchte ich ganz, ganz herzlich danken, dass Sie Ihren Kind Teilnahme am Vereinsleben und an Wettkämpfen ermöglichen. Für Nachwuchssportler ist es nicht immer einfach, weil eine Karriere in Sport und gleichzeitig eine Ausbildung oder ein Beruf, das verlangt sehr viel ab. Und dann gibt es ja nur in wenigen Sportarten Spitzensportler, die viel verdienen. In vielen, vielen Sportarten wird man überhaupt nicht reich. Gerade darum freue ich mich, dass es bei euch jungen Menschen offensichtlich auch andere Quellen gibt, als einfach das Geld, Finanzen. Die heutige Ehrung und der Preis sollen euch allen als Anerkennung dienen und euch eurer Motivation stärken, damit ihr in den kommenden Jahren noch grössere Erfolge feiern könnt. Wir wissen, dass wir auch in Zukunft stolz sein dürfen auf unsere Buchser, Sportlerinnen und Sportler und danken allen, die hinten dran arbeiten und das ermöglichen. Ich wünsche einen schönen Abend. Wir kommen zu der Übergabe vom Gruppenpreis für das Team Kleinfeldgymnastik vom Turmverein Buchs. Die Laudatorin ist freischaffende Journalistin und Herausgeberin vom Magazin Edition One Page. Sie schreibt vor allem Reportagen, Porträts und Kurzgeschichten für ausgewählte Magazine. Ihre Geschichten handeln oft und gern von Menschen, die mit dem Sport und oder der Natur verbunden sind. Uns allen ist sie aber hauptsächlich bekannt als Kolumnistin im W&O. Zurzeit schreibt sie eine kleine Geschichte mit grossen Ambitionen. Begrüßen Sie herzlich die Fanin Doris Büchel.
Danke vielmals. Geschätzte Anwesende, liebe Sportlerinnen und Sportler, Fans, Faninnen, Angehörige, Freunde und Bekannte. Ja, als ich angefragt wurde, heute die Würdigung vorzunehmen, musste ich nicht lange studieren. Selbstverständlich habe ich spontan zugesagt und es ist mir wirklich eine Ehre, heute hier die Laudatio dürfen zu halten. Was ich persönlich nie geschafft habe, obwohl mich der Sport eine Art schon mein Leben lang begleitet, ist, mich dauerhaft an einem Verein anzuschliessen. In meinen Augen hat ein Verein noch immer ein bisschen etwas Statisches gehabt. Mann, Frau, muss jeden Dienstag oder eben jeden Donnerstag zum Training. Man kann nicht frei bestimmen. Aber was jetzt möglicherweise ein bisschen negativ tönt oder überkommt, ist im Endeffekt ja nichts anderes als eine Stärke. Es ist ein Commitment. Besonders dann, wenn der Verein oder eben das Team auch Wettkampfsport betreibt. Dann ist die Regelmäßigkeit und die Disziplin als absolute Zusage zu verstehen, gemeinsam ein Ziel erreichen zu wollen und auch fleissig dafür zu trainieren. Ob es das Ziel von dem Team Kleinfeldgymnastik vom Turnverein Buchs war, den ersten Sportlerpreis zu gewinnen, der heute von der Stadt Buchs verliehen wird, das weiss ich nicht. Was ich aber sicher weiss, ist, dass die heute geehrten Sportpreisträgerinnen schon viel Ziel erreicht und schon viel Preis gewonnen haben. Ich möchte Ihnen, liebe Gäste, gerne ein paar der wichtigsten Erfolge aufzählen. September 2017, Schweizer Meisterschaften Vereinsturnen, zweiter Rang. Juni 2017, Tanzapfen-Göpp, Ausnang, dritter Rang. Ebenfalls im Juni 2017, Glarner Kantonalturnfest, Turn-Göpp, erster Rang. Mai 2017, Leuberg-Göpp, Zuzwil, erster Rang. Von 2010 bis 2016, mit Ausnahme von 2013, hat das Team jeweils bei Schweizer Meisterschaften Vereinsturnen das Podest besteigen können. Und dann waren aber auch noch ganz ein Haufen Show-Auftritte dabei gewesen, zum Beispiel gemeinsam mit den Tamburen oder im 2012 an der STV-Gala im Hallenstadion und. Ich meinte, das wäre vielleicht ein kleiner Zwischenapplaus da weg. Damit wir uns das jetzt ein bisschen besser vorstellen können, hat uns das Team ein paar Impressionen zusammengestellt. Ja, wir alle wissen ja, dass eben Erfolg und Medaillen im Grunde genommen nur Momentaufnahmen sind. Sie zeigen nicht den langen Weg, wo dieser Erfolg vorausgeht. Sie zeigen auch nicht unbedingt die Schmerzen, der Muskelkater, die Schrammen und der Schweiß. Aber eben nur dank dem ist auch die andere Seite erlebbar. Die Freude, die wir gesehen haben auf diesen Fotos, die grosse Motivation, der Spass, die Leidenschaft. Freundschaften, die ja nicht selten ein ganzes Leben lang heben.
Die ganze Bandbreite vom Sport eben, wo ja immer eine Lebensschule ist. Dass der Sport in der Stadt Buchs den Stellenwert erfährt, den er verdient, was ja durch das Überreichen jetzt von diesen Preis zum Ausdruck kommt, ist schlicht grossartig. Sie alle, die darum heute Abend den Preis dürfen in Empfang nehmen, dürfen stolz auf sich sein. Weil sie ein wichtiger Teil sind von dieser grossen Sportlerfamilie und eben auch positiv zu dem Sportimage beitragen. Jetzt aber, durch was hebt sich unser Buchser-Team von diesen vielen anderen Kleinfeld-Gymnastik-Teams ab, wo ja eben immer dann wieder zu Spitzenrängen führt? Mit uns, man hat es jetzt auf den Bildern gut gesehen, es ist ganz sicher einerseits der Spirit, der Teamgeist, der herrscht. Es ist die grosse Lust, um miteinander etwas Cooles auf die Füße zu stellen und fleissig daran zu arbeiten. Es ist aber auch die Motivation, mit der Musik zu experimentieren und sich eben abseits von diesen üblichen Klassikern, die man eben immer gerne ein bisschen hört, ein bisschen gewagtere Stücke herzuwagen. Viel Lob habe ich mir sagen lassen, erfahrt das Team aber auch, weil es sich, obwohl keine Männer dabei sind, an schwierige Hebefiguren herwagt. Und ja, man kann es wegen zusammenfassen, sie sind halt einfach gut, unsere Frauen. Gut und stark. Dass die Erfolge möglich geworden sind, das hat das Siegerteam natürlich jeder einzelnen Turnerin zu verdanken. Ein riesengroßer Dank gebührt aber auch den beiden Leiterinnen, der Simon Eckenberger und der Marina Buri. Besonders erwähnen möchte ich aber auch noch die beiden ehemaligen Leiterinnen, Dire Müntener und Andrea Moser. Sie haben das Team nämlich ganz lang wesentlich mitgeprägt und für zukünftige Erfolge aufgebaut. Ich meine, es wird jetzt langsam an der Zeit, die verdienten Preisträgerinnen auf die Bühne zu bitten, damit dann eben der Mario Düssel und Larina Baumann den allerersten Sportlerpreis von der Stadt Buchs überreichen können. Empfangen Sie doch bitte das Team Kleinfeld Gymnastik vom Turnverein Buchs mit einem kräftigen Applaus. Danke vielmals. Also ich möchte mich gerne herzlich bedanken für den Preis im Namen des ganzen Teams und des ganzen Turnvereins natürlich auch. Wir finden es auch schön, dass man so einen Preis ins Leben gerufen hat. Es ist eine sehr schöne Anerkennung für, wie Sie schon gesagt haben, viel Arbeit, viel Schweiß, manchmal auch viel Nerven, aber auch ein Haufen ganz schöne Momente, die wir erleben durften. Wir hätten wahrscheinlich nicht gedacht, dass wir
in Frage kommen für so etwas. Aber etwas haben wir gelernt in den letzten Jahren. Die unerwarteten Erfolge sind immer die schönsten. Danke vielmals. Wir kommen zur Preisverleihung Einzel für den Nico Tambarikas. Sein Laudato heisst Marcel Knaus. Er ist ein Ausdauersportler und Multisportathlet. Normale Wettkämpfe wie einen Marathon in einer Großstadt oder ein Radrennen über 120 Kilometer und drei Alpenpässe reizen ihn nicht. Mich auch nicht. Der Grund ist, er sucht Herausforderungen mit sich selber, nicht mit seinen Gegnern. Ihn reizt es, zu sehen, wie der Körper und der Geist auf solche Belastungen reagieren. Das sei immer wieder eine Grenzerfahrung. Der Marcel Knaus ist im Team von Nico als Betreuer tätig. Darum herzlich willkommen und wir freuen uns auf deine Laudatio. Bitte sehr, Marcel.
15'000 Kilometer, 240'000 Höhenmeter, 600 Stunden. Das sind nicht die jährlichen Betriebsstunden und Jahresleistungen von Ihrem Personenwagen. Das sind die Jahresumfänge, wo der Nico mittlerweile pro Jahr auf seinem Velosattel zurücklegt. Auf eine Woche abgebrochen heisst das, dass der Nico im Schnitt 11 Stunden im Velosattel sitzt, dabei 300 Kilometer fährt und ca. 4'600 Höhenmeter abspult. Und das Woche für Woche. Geschätzte Nico, werte Vertreter der Stadt Buchs, geschätzte Bekannte, Kolleginnen und Kollegen. Die Stadt Buchs und der RV Buchs ist maßgeblich beteiligt, dass der Nico Dambarikas heute Abend zum Buchsensportler 2017 geehrt wird. Im Jahr 2004 hat der RV Buchs ein Mountainbike-Rennen veranstaltet, den Swiss Bauer Cup. Der Nico hat die Gelegenheit genutzt und quasi vor seiner Haustür sein erstes Mountainbike-Rennen bestritten. Bis zu diesem Tag war der Nico ein leidenschaftlicher Skirennfahrer. Kurz nach seinem ersten Mountainbike-Rennen in Buchs ist der Nico zum RV Buchs beigetreten. Anschliessend hat er immer mehr Zeit auf dem Mountainbike verbracht und zusammen mit seinem Vater und seinem Götti hat er die näher und weiter Umgebung von Buchs erkundet. Nico ist daraufhin vermehrt ein nationales Mountainbike-Rennen gestartet und es ist nicht lang gegangen, bis er Unterschlupf gefunden hat im K-Bike Racing Team aus Buchs. Gemeinsam mit seinen Kollegen aus dem Rennteam hat Nico viel Zeit beim Training und an den Rennen verbracht. Nach und nach haben sich aber Kollegen aus dem Rennteam verabschiedet und Nico hat seinen Weg konsequent selber fortgesetzt. Und so ist es dann gekommen, dass Nico per 2015 ins BSK Mountain Craft Team gewechselt hat. Aus dem Mainz-Trainer Mountainbike fahren ist seit 4 Jahren ein kompletter Radrennfahrer geworden. Der Nico fährt inzwischen Strassen quer um Mountainbike-Rennen. Folglich hat sich auch sein Training und seine Rennplanung bzw. seine Renneinsätze geändert. Im Sommer sind es vor allem Strassen- und Mountainbike-Rennen und im Herbst und Winter ist der Nico vermehrt mit dem Quervelo an Rennen anzutreffen. Die Trainingspläne von Nico werden seit 2 Jahren vom Nationaltrainer der Schweizer Mountainbiker geschrieben. Unter Bruno Diethelm ist das Training noch gezielter und professioneller geworden und auf Bedürfnisse von Nico abgestimmt worden. Mit Ausnahme von ganz wenigen Wochen im Jahr ist der Nico praktisch rund um die Uhr im Training oder aber auf Rennplätzen unterwegs. Für das Engagement braucht es eine grosse Leidenschaft, Motivation, Hingabe für den Rennsport. Zumal die Öffentlichkeit kaum Notiz nimmt von den Erfolgen und von den Strapazen. Dass sich Leidenschaft, Herz und Konsequenztraining auf Dauer auszahlt, zeigen die jüngsten Erfolge von Nico. Im Jahr 2016 hat Nico die Amateur-Gesamtwertung vom Swiss Power Cup gewonnen. Das ist eine Rennserie, die C1 und C2 Rennen beinhaltet. C1 und C2 Rennen werden unmittelbar nach dem Weltcup eingestuft. Die Einzelrennen in Solothurn und Basel hätte Nico sogar gewinnen können.
Mit dem Sieg in der Gesamtwertung, den beiden Siegen in Solothurn und Basel, sowie weitere Top-Platzierungen an Strassen- und Mountainbike-Rennen, ist der Nico auf Ende 2016 von der Amateurkategorie in die Höchstkategorie aufgestiegen, in die Elite-Kategorie. In diesem Jahr hat er anlässlich der Schweizer Meisterschaften im Bergseilfahren von Chur nach Arosa den ausgezeichneten dritten Schlussrang in der Kategorie Elite belegt. Zurzeit ist der Nico mitten in der Radquersaison und sein nächstes grosses Ziel ist Anfang Januar 2018 die Schweizer Meisterschaften in Steinmauer im Kanton Zürich. Ich wünsche Nico für die sportliche sowie die private Zukunft alles Gute und weiterhin viel Freude und Leidenschaft bei seinen sportlichen Aktivitäten. Wir Sportler wissen alle, dass Niederlage weit mehr der Tagesordnung sind als Erfolg. Umso mehr geniessen wir den feierlichen Anlass und würdigen den Erfolg von Nico. Ich wünsche allen Anwesenden, vor allem Abraham Nico und seiner Begleitung, einen wunderschönen und geselligen Abend. Besten Dank. Schafft der Mann noch körperlich daheim beim Vater, beim Johannes, der sein Arbeitgeber ist, der sehr viel Verständnis hat, zu 80%. Und das alles miteinander. Nico, ich gratuliere dir ganz, ganz herzlich für deinen grossen Erfolg und wünsche dir alles Gute für die Zukunft, dass ich dir noch mehr hier im Preis, Sportpreis, herzlich abkomme. Ja, eigentlich muss ich gar nicht mehr viel mehr sagen, als der Marcel schon gesagt hat, sondern möchte mich einfach noch bei allen bedanken, die mich immer unterstützen. Und auch, ich finde es auch schön, dass jetzt Stadt Buchs so etwas macht und das ist zusätzlich Ansporn natürlich für die Zukunft. Danke. Jetzt hören wir nochmal das Trio Erotica. Nicht ganz, gell? Moment. Schön leise jetzt. Steht auf dem Anfang. Nein, Ensemble Harmonique. Entschuldigung. Und zwar mit dem Titel Nix Rack, Ragtime von André Weigenheim. Viel Vergnügen. Thank you.
Wir kommen zum dritten Preis von heute und gleichzeitig auch dann der letzte. Das ist der Ehrenpreis für den Walter Zjörien. Die Laudatoren sind der Christian Rotenberger und der Hans-Uli Heeb. Der Christian und der Hans-Uli sind langjährige Tischtenniskollegen von Walter. Man hört, dass sie auch heute noch regelmäßig gegen den Walter im Spiel verlieren. Und sei es nur bei der Jassrunde nach dem Training. Sie kennen den Walter in- und auswendig und haben mit grossem Eifer eine unterhaltsame Laudatio zusammengestellt. Darum übergebe ich euch gern das Wort und das Bild. Bitte sehr. Und da zuerst technisch noch mal schauen. Der Ressortverantwortlich von der Stadt Buchs für Kultur, Freizeit und Sport, Hans-Rudi Bucher, hat der Hans-Uli Heeb und mich angefragt, ob wir ein paar sportliche und private Eckdaten über den Walter zusammenstellen könnten. Weil wir beide, wie der Hans-Rudi schon angetönt hat, schon über 40 Jahre mit dem Walter im Tischtennisclub verbunden sind, machen wir das sehr gerne. Der Walter Zjörien, Mr. Tischtennis. So kennt man ihn in Buchs, seit Jahrzehnten. Und wenn ich meine Dieren, ist der Name Mr. Tischtennis sogar vom Hans-Jürg Vorburger irgendwann einmal verliehen worden. Aber ich habe nie verloren. Einige Firmenchefs und Buchhalter ist der Walter aber auch allgegenwärtig, weil er sich regelmäßig um Spende- und Sponsorenbeiträge angesucht hat. Nur wer ihn näher kennt, weiß, dass der Walter ein echter Berner Oberländer ist. Seine Sprache verratet seine Heimat, aber nicht unbedingt. Bevor ich zu seiner sportlichen Karriere komme, möchte ich euch den Walter auch noch ein bisschen persönlich vorstellen. Sein Grossvater ist im Jahr 1880 von Zweisimmen im Berner Oberland nach Deutschland ausgewandert. Darum ist der Walter 1942 im deutschen Wellersen zur Welt gekommen, hat dort seine Schule besucht und den Beruf als Leinen- und Teppichweber erlernt. Mit 18 Jahren hat er dann vom Schweizerischen Konsulat einen Brief bekommen, ob er in der Schweiz die Rekrutenschule möchte besuchen. Obwohl freiwillig, hat er als pflichtbewusster Schweizer im Jahr 1962 die Gebirgsinfanterie als Minenwerfer absolviert. Damals aber hat er noch kein Schweizerdeutsch verstanden. Unter den Rekruten ist er darum nicht selten als deutscher Spion gehandelt worden. Aus Skifahren und das noch mit Vollpackung hat ihm das Leben als Rekrut nicht unbedingt einfach gemacht. Ein Jahr später ist der Walter dann definitiv von Deutschland in die Schweiz gekommen, wo er zuerst im Appenzellischen und von 1964 bis 1993 bei der Teppichfabrik Buchs eine Anstellung als Teppichweber gefunden hat. In der Teppichfabrik Buchs hat er dann auch Giuseppine kennengelernt. Es war, glaube ich, Liebe auf den ersten Blick gewesen. Denn die beiden haben 1973 geheiratet. Und dann mit den Kindern Claudia und Christian die Jungfamilie komplettiert. Viele Jahre bis zur Schliessung der Teppichfabrik hat der Walter dort Verantwortung als Leiter der Weberei gehabt. Von 1993 bis zu seiner Pensionierung im 2007 hat er dann noch als Drucker in der Etikettenabteilung der Pago in Grabs gearbeitet. Jetzt wird aber doch noch zu Walters Bezug zum Tischtennissport kommen. Seine Tischtenniskarriere hat er bereits in seinen Jugendjahren in Deutschland angefangen, in der Schweiz dann aber erst im Jahr 1972 mit dem Eintritt in den Tischtennisclub MWB. Damals haben Mitarbeiter von der damaligen Metalli im Firmensportclub MWB gespielt und im Saal vom Hotel Bären trainiert. Wo dann keine Mitarbeiter mehr mitgespielt haben, hat dann die MWB den Club 1978 aufgelöst. Die damaligen Mitglieder haben dann aber im Jahr 1979 den Tischtennisclub Buchs als öffentlicher Sportclub gegründet. Das erste Trainingslokal vom TTC Buchs war dann der Gymnastikraum hier im neuen Schulhaus Flöss. Mit zunehmenden Mitgliederzahlen hat man dann das Training in Turnhalle Hanfland und dann bis heute in zwei Hallen vom BCB verlegt.
Der Walter Zürien hat seit der Gründung des TTC Buchs als Spielleiter und Juniorentrainer für den Tischtennis, hat sich eingesetzt für den Tischtennissport. Darum hat er schon früh sich ausbilden lassen zum I&S-Leiter. Seit 1979 ist er ständiges Vorstandsmitglied vom TTC Buchs und seit 1983 ununterbrochen Präsident. Während 20 Jahre bis zu seiner Pensionierung im 2007 hat er interessierte Jugendliche in unserer Region den Tischtennissport näher gebracht. Stolz war er im Jahr 1993, wo sein Schützling, der Sey in Guyen, in den schweizerischen Nationalkader aufgenommen worden ist. Wo hat sich der Walter für den damaligen Ferienpass Werdenberg und bis heute noch für die ganze Ländersportwoche engagiert, um die Schüler vom Tischtennis und die Schüler vom Tischtennis zu begeistern. Der Walter hat sich aber nicht nur regional, sondern national und sogar international für den Tischtennissport eingesetzt. Gern zitiere ich Geschäftsführerin vom Schweizerischen Tischtennisverband Swiss Table Tennis, Frau Susanne Gries, wo mir die Ziele überreicht hat oder geschickt hat. Der Schweizerische Tischtennisverband STT würdigt das Wirken von Walter Zürien. 1995 wurde Walter Zürien mit der Ehrennadel für Funktionäre für langjährige Organisation diverser nationaler Veranstaltungen für den Schweizerischen Tischtennisverband ausgezeichnet. 1997 ernannte ihn der Schweizerische Tischtennisverband zum Chef-Ranglistenturnier. Das Ranglistenturnier ist neben der Schweizer Meisterschaft der wichtigste nationale Einzelwettkampf für die besten Schweizer Spieler. Am Final-Ranglistenturnier treffen sich jeweils die besten 8 Spielerinnen und Spieler, treffen aufeinander und spielen jeder gegen jeden den Siegen aus. Seit 20 Jahren ist Walter als Chef-Rangliste für dieses Turnier verantwortlich. 2010 wurde Walter Zürin zum Ehrenmitglied von Swiss Table Tennis ernannt. Swiss Table Tennis gratuliert Walter von Herzen zum Sportehrenpreis 2017 der Stadt Buchs. Walter hat sich während mehr als 2 Jahrzehnten mit Herzblut und großer Umsicht für Swiss Table Tennis engagiert. Bei der Organisation zahlreicher nationaler Anlässe sowie des Ranglistenturniers profitierte der Schweizerische Tischtennisverband regelmäßig von seinem Organisationstalent, aber auch von seiner kritischen Beobachtungsgabe. Wenn für einen Anlass, auch kurzfristig, ein Organisator gesucht wurde, war stets auf Walter Verlass. Auch nach gesundheitlichen Rückschlägen blieb Walter dem Tischtennis und unserem Verband stets treu und verbunden. Wir freuen uns, dass Walter im 2018 zum Abschluss seines Amtes als Chef Ranglistenturnier noch einmal den Final in Buchs austragen möchte. Swiss Table Tennis dankt Walter herzlich für sein unermüdliches Engagement und wünscht ihm noch lange Freude an seinem großen Hobby, dem Tischtennis. Susanne Gries, Geschäftsführerin Swiss Table Tennis. In seiner Funktion als Ranglistenchef vom Schweizerischen Tischtennisverband ist es ihm immer wichtig, nationale und internationale Turniere nach Buchs zu holen und zu organisieren. So hat er mehrere Mal das Schweizerische Ranglistenfinale, der Alpencup und der Intercup mit Mannschaften aus Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz auf Buchs geholt. Diese Veranstaltungen sind mit viel Arbeit und Geld verbunden und haben nur sehr wenig Zuschauer angelockt. Der Tischtennissport ist in der Schweiz leider auch heute noch eine Randsportart. Darum ist es schwer, für talentierte Spieler und für sportliche Veranstaltungen Sponsoren zu finden. Mit viel Herzblut hat sich der Walter immer wieder für die Sammlung von Spenden und Sponsorenbeiträgen eingesetzt. Als einen von seinen sportlichen Höhepunkten bezeichnet Walter sein Engagement als OK-Präsident Tischtennis für die League Games im Fürstentum Liechtenstein im Jahr 2011. Das sind die Spiele der europäischen Kleinstaaten gewesen. Wo erinnert er sich gerne an das Treffen mit der Bundesrätin Sommaruga im gleichen Jahr? Persönlich hat Walter jahrzehntelang selber in der Mannschaftsmeisterschaft und auch bei Ranglistenturnieren mitgespielt. Stolz kann er heute seinen Enkelkind sogar über seine Teilnahme bei der Tischtennis-Veteranen-Weltmeisterschaften 2002 in Luzern, in Bremen 2006, in Rio 2008 und sogar in China im 2010 erzählen. Überhaupt ist der Walter privat international aufgestellt. Er ist als Schweizer in Deutschland geboren,
und aufgewachsen. Seine Frau stammt aus Italien und seine Schwiegertochter aus Brasilien. Als echter Sportler trinkt er seit Jahrzehnten keinen Alkohol. Eine Hochrechnung von Hans Uli hat ergeben, dass der Walter in seinem bisherigen Leben mindestens 30'000 Liter Mineralwasser getrunken hat. Das ist eine Menge von ca. 200 Badewannenfüllungen. Nach seiner Pensionierung im 2007 hat der Walter dann endlich ein bisschen mehr Zeit gefunden für den Tischtennis-Sport für sich selber und auch für seine Familie. Erst nach seinem 70. Geburtstag und aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen hat er sich als Lizenzspieler zurückgezogen. Seither spielt er, wie es der Hans-Rudi Bucher gerade angetönt hat, mit seinen langjährigen Wegbegleitern am Montagabend meistens doppelt. Aber eben dann gibt es immer noch so Phasen, wo er uns, seinen Kollegen, Bälle um die Ohren hält. Nach wie vor sorgt er immer noch für Nachwuchs in den Mannschaften und stellt sich auch als Mannschaftscoach und Trainer für neue Mitglieder, eben am liebsten immer noch für Weibliche, zur Verfügung. Nicht weniger wichtig als Tischtennisspielen ist heute für Walter oder den anschliessenden Molotow-Jass im Hotel Taucher. Interessant ist, dort hat er meistens die passenden Karten zum Gewinnen. Wir haben immer noch nicht herausgefunden, ob er bescheisse oder nicht, aber offenbar hat er einfach Glück. Überhaupt ist es um Walter. Er hat im Juni von diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiern, sportlich ein bisschen ruhiger geworden. Er genießt viel mehr seine Enkel, Kind, der Leandro und der Thiago, macht tägliche Spaziergänge am Rhein und kleine Wanderungen. Noch ein Tipp, wer wissen will, was der Walter so macht, erfährt das jederzeit über Facebook mit Text und Bildern. Aber uns in der zweiten Heimat, Wellersin in Deutschland, die besucht er regelmässig mit Freunden und Verwandten. Dann nutzt er auch Gelegenheit zu seinem Ausflug an die Nordsee. Und lässt er sich als grosser Fußballfan immer noch nicht nehmen, das Spiel von seinem HSV zu besuchen. Der Preis, den Walter heute entgegennehmen darf, gehört zum Teil auch seiner Frau, Giuseppina. Sie hat Walter oft entbehren müssen, wenn er für seinen Sport unterwegs war. Vielleicht gerade darum gönnt sie sich als Fan vom Tennisass Roger Federer seit Jahren den Besuch an der Swiss Indoors, wo sie ihrem Idol ganz von nahe zuschauen kann. Walter, einige von deinen langjährigen und auch neuen Tischtenniskollegen sind heute hier. Ihr erkennt sie an diesen roten Leibchen, die meisten haben sie angelegt. Wir alle gratulieren dir recht herzlich zu deinem Ehrenpreis. Du hast ihn dir redlich verdient. Du hast den Tischtennissport in Buchs und Umgebung bekannt gemacht und dafür gesorgt, dass viele Schüler und Jugendliche, aber auch Erwachsene und Senioren, eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung gefunden haben. Der Tischtennissport hat dein Leben geprägt und ist bis heute ein wichtiger Teil von dir geblieben. Für dein unermüdliches Wirken für den Sport und Freizeit danken wir dir recht herzlich und wünschen dir und deiner Familie für die Zukunft Gesundheit und Nuss best. Danke, Walter.
Und auch für die Laudatoren, es hat auch noch ein Körbchen, sie ist gut gemacht, oder? Walter ist natürlich vorbereitet. Zuerst herzlichen Dank für die Ehrung. Ja, das Mitmachen im Tischtennisclub Buchs sowie beim Swiss Table Tennis hat mir in meinem Leben neben der sportlichen Betätigung viel gebracht. Nicht nur die Ehre, welche mir jetzt zum Teil wird, auch Kameradschaft in frohen Stunden bedeuteten mir sehr viel in den letzten Jahren. Die Freundschaft mit meinen Tischtenniskollegen erfreut mich noch heute und motiviert mich immer wieder. Nochmal vielen Dank an alle, die uns in sportlicher Freundschaft begegneten. Er wird mit mir auch noch fort. Danke vielmals. Bühne wegtreten. Wir gratulieren den Preisträger nochmal ganz herzlich und auf Wunsch von der Presse bitten wir den Preisträger anschliessend nochmal auf die Bühne für eine gemeinsame Foto. Zum Schluss spielt nochmal das Ensemble Harmonique. Und dann sehen wir uns alle draussen und hoffentlich gleich wieder da innen oder an einem anderen Ort. Danke vielmals und ciao miteinander.